So, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Steinkreises oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Genau, ich habe beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass ich hier... Also ich glaube, es ist der Steinkreis, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Die Markierung auf der Karte, zumindest bei Lobards Hof, ist beim Steinkreis. Ja, und hier auch, das ist der Steinkreis, ganz sicher. Das ist ganz sicher der Steinkreis. Welche Quest war das denn? War das die Wassermagier? Nefarius sucht ein fehlendes Ornament. Tja. Ansonsten? Keine Ahnung. Ich denke mal, das sind die Steinkreise. Werde ich mal schauen, was da passiert. Und da steht ein Suchender daneben. Na, klasse. Das hat ja so kommen müssen. Was tue ich jetzt? Was tue ich hier? Ich könnte warten, bis er wegläuft. Andererseits könnte das eine ganze Weile dauern. Ich bin ja mittlerweile schon ein gutes Stück stärker, ne? Ich würde mal sagen... Ich versuche mich mal mit einem Suchenden anzulegen. Er scheint hier alleine zu sein. Also ich kann hier zumindest nichts anderes anvisieren. Ja komm, es wird schon klappen, oder? Oh mein Gott, mache ich dem viel Schaden? Doch so viel! Ist ja großartig. Ich geh mal in Deckung. Was ist, der mich dann trifft? Bin ich hier in Deckung? Ich bin hier in Deckung. Sehr schön. Dann brauche ich ein bisschen Mana. So. Und dann wieder ein bisschen weiter weg. Hey! Nicht. Ja, nein. Ich verbiete dir, mich zu treffen. Ich sagte, ich verbiete dir, mich zu treffen. Welchen Teil davon hast du nicht verstanden? Gut, er kann mich nicht treffen. Gut, sehr gut. Und ich brauche 40 Leben. Wo kriege ich 40 Leben auf die Schnelle her? Hier sind 10. Komm, hier 22, 34 und 39. Sollte passen. Ich meine, so viel zieht er mir ja nicht ab. Ich habe ja immerhin Schutz vor Feuer oder Magie. 35. Was zählt da eigentlich? Zählt das Drachenfeuer, das was er schießt? Weiß es nicht. Gute Frage. Okay, also so mit Deckung, muss ich sagen, ist er bekämpfbar. Auch wenn das wahrscheinlich eher unter Bug-Using fällt, weil ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass er so blöd ist, einfach nicht außen rum zu laufen. Komm, den Rest schaffe ich ohne Mana. Hey! Junge! Anvisieren! Hätte ich gesagt, ich schaffe das ohne Mana. Vergiss es. Das wird nichts. Ich brauche Leben, ganz schnell. Ganz schnell. Und dann brauche ich Mana. Und dann... zauber ich nochmal. Okay, das im Nahkampf führt irgendwie nichts, trotz neuer Waffe. Aber, Moment, das letzte bisschen, das kriege ich weg, oder? Das wäre doch gelacht. Siehst du mal. 300 Erfahrung, der ist so stark wie die starken Banditen in der letzten Folge. Oh mein Gott! Und trotzdem habe ich so viel mehr Probleme mit ihm. Warum hält er so viel mehr aus? Gut, okay. Er hat wahrscheinlich einfach mehr Mana, mehr Magieresistenz als die anderen. Das kann natürlich gut sein. So, übrigens, Bier hat genauso viele Lebenspunkte wie ein Apfel. Das heißt... Schalter? Ah, muss ich hier die Schalter drücken? Ich habe doch hier vor Ewigkeiten schon mal Schalter gedrückt und es ist nichts passiert. Na, dann drücke ich doch mal den Schalter. Was? Nur einer? Okay. Was? Nein! Gut gemacht! Ja klar, gerne doch. Ah, und der hat das Ornament. Okay. Ich verstehe. Der hat das Ornament. So, das ist ja toll. Das freut mich.
Das ging ja einfacher als gedacht, hey. Dann würde ich mal sagen, wie komme ich jetzt am schnellsten zu den Wassermagiern? Indem ich mich zur Taverne teleportiere. Die Wassermagier haben die eine Schlafgelegenheit. Ich überlege gerade, haben die eine Schlafgelegenheit irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Aber dann würde ich hier nochmal eine Runde pennen. Um mich nochmal hochzuheilen. Haben die Wassermagier keine Schlafgelegenheit? Echt nicht? Muss ich mal gucken. Wäre schon praktisch, wenn die eine hätten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie keine haben. Ich meine, das sind Wassermagier. Es sind Magier. Magier sind seltsam. Ich bin selber Magier, ich weiß, aber ich bin ja Feuermagier. Mhm. Genau, und Feuermagier sind so ehrenhaft. Die huldigen dem Gott Innos, das ist der Gott des Tageslichts und der Sonne. Und deswegen schlafen wir nachts. Aber die Wassermagier, die sind ganz komisch. Die sind durchgehend wach. Mhm. Gar nicht gut. Gar nicht gesund. Oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich habe ein Ornament. Und eigentlich ist es relativ sinnlos, da jetzt hinzugehen, ne? Weil eigentlich sollte ich vielleicht eher, sagen wir mal, zu Lubats Hof gehen. Weil da ist ja auch so ein Steinkreis. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu Lobards Hof? Ich weiß was. Ich gehe zu Xardas. Da kann ich mit dem nochmal eine Runde quatschen. Und schauen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Und vielleicht finde ich ja auf dem Weg nach unten. Der Steinkreis liegt ja fast bei der Stadt. Vielleicht finde ich da ja den Sekretär Cornelius, der ja vor 2-3 Folgen weggerannt ist in diese Richtung. Vielleicht finde ich den ja und kann ihn nochmal prügeln und dann kriege ich nochmal ein bisschen Erfahrung. Hey. Und vielleicht hat er ja was Tolles zu erzählen. Oh, Xardas, du hast so viel zu sagen. Ich liebe es, wenn du so gesprächig bist. Hm. Ich habe ein Ornament. Ich brauche noch 2 weitere. Für die Erweiterung ist das, ne? Für das Portal auf den anderen Teil der... zum anderen Teil der Insel. So rum. Da führt das Portal und die wollen das Ornament, um das zu öffnen. So, ich schaue hier mal einfach runter. Da kann ich nichts anvisieren. Bin ich wahrscheinlich einfach zu weit weg. Ehrlich gesagt ist mir das jetzt ein zu großer Umweg. Ich denke, ich werde hier noch vorbeikommen. Und wenn ich alles andere auf dem Weg gecheckt habe, dann weiß ich immerhin, dass er dort unten sein muss. Dann kann ich da immer noch hingehen. Ich schaue jetzt erstmal, ob er nicht... Ah, ein Suchender. Ich wollte gerade sagen, da ist er, aber das ist ein Suchender. Huiuiui. Oh mein Gott. Fast reingelaufen. Fast reingefallen. Da könnte er drin sein. Der Höhle der Banditen. Hier ist eher Nahkampf angesagt. Hier ist er. Oh, ist hier ein Suchender. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Lass mich in Ruhe. Nö, sehe ich gar nicht ein. So, für den Sekretär kämpfst du ziemlich mies. So, ein Apfel. Sehr schön. Und ein bisschen Geld. Hast du was in der Truhe verstaut? Nö, die habe ich ja schon geöffnet. Vor ewigen Zeiten, in der ersten oder zweiten Folge. Ein Apfel, vielen Dank. So, jetzt würde ich gerne doch mal wissen, was du so zu erzählen hast. Das würde mich interessieren. Ich trinke mal noch ein Wasser vorher. Oh Mann, mein Kopf. Tja, siehst du mal, hättest du dich nicht mit mir angelegt. Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Oder genauer gesagt, hättest du mal nicht Bennett verraten, du Idiot. Sowas tut man nämlich nicht. Immerhin, ich weiß jetzt, wo du bist. Ich kann das Ganze melden. Dann können die Paladine kommen und dich festnehmen. Ich habe kein Bedürfnis, ihn zu töten. Ich wollte ihn nur verprügeln, um die Erfahrung abzukassieren. 4000, ja, das geht noch. Kriege ich hin.
Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr gezwungen, irgendwie zu leveln, wirklich gut zu werden, aber ich will natürlich trotzdem weiter leveln, um besser zu werden, ne? Ich könnte, ja, was würde ich denn eigentlich steigern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde einen neuen Zauber lernen oder zumindest mal einen neuen Kreis der Magie. Wobei, neuer Kreis bringt mir halt auch nichts, weil ich dann keine Lernpunkte für einen neuen Zauber habe. Das heißt, eigentlich bringt es mir erstmal nur die Lebenspunkte. Und ansonsten würde ich dann vielleicht die Lernpunkte mal zwei, drei Level lang sparen. Dann kann ich auf einmal halt den neuen Kreis lernen und genau, und den Zauber. Mhm. Und dann vielleicht noch ein bisschen Mana. Bei Mana könnte ich eigentlich jetzt schon steigern, wäre aber halt sinnlos, weil das nächste, was mir was bringt, sind 75. Da brauche ich 25 Mana-Punkte und dafür brauche ich 50 Lernpunkte, also brauche ich 5 Level, damit es sich lohnt, meinen Mana zu steigern. Bei meinem aktuellen Zauber. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werde es versuchen. Ja, hier ist irgendwie nichts Neues, ne? Ach ja, Hilda, warte mal, der habe ich doch die Medizin gebracht vor Ewigkeiten. Hat es denn geholfen? Hilda. Ich dachte gerade, da wäre jemand. Erzähl mal, wie geht's dir? Hey. Wie geht's dir? Dank dir schon etwas besser. Na, das ist ja eine, eine ausführliche Antwort. So. Ich möchte da rechts hoch, genau, zu diesem Steinkreis. Ja, suchen da. Und sie ziehen Feuer, aber sie schießen auf. Wer ist das? Kavalorn. Oh mein Gott, haut er die um? Hoffentlich stirbt er nicht. Ich werde hier nichts tun. Ich werde hier nicht eingreifen. Ich hatte ja vorhin schon Probleme mit einem einzelnen Suchenden. Nee. Da gucke ich zu. Ich würde vielleicht am Ende... Das Problem ist ja, wenn ich jetzt anfange, da Magie zu zaubern, dann werden die Suchenden auf mich aufmerksam und werden mich vielleicht sogar noch angreifen. Und das kann ich bei dreien echt nicht verkraften. Ich warte mal, bis Kavalorn die einigermaßen runterhaut. Ich glaube nicht, dass ich derzeit Erfahrung kriege von ihm. Aber wenn er so einen Suchenden vielleicht fast tot hat, dann kann ich ja einen Zauber draufhauen, um ihm den Rest zu geben. Aber mir scheint, ehrlich gesagt, Kavalorn ist entweder ein extrem zäher Brocken, der verdammt viel aushält, oder er ist unbesiegbar. Letzteres kann ich mir sogar vorstellen, weil er, glaube ich, plotrelevant ist. 1, 2, es sind sogar 4. Oh mein Gott. Kavalorn, du hast so dicke Eier. Ich will auch so stark sein und unverwundbar. Tja, ansonsten kann ich jetzt halt gerade nicht so viel machen, ne? Ich habe volles Mana, ich habe volles Leben. Ja. Das da ist der Steinkreis, genau. Das ist das eingezeichnete Ding, das ich suche. Ja, dann können wir eigentlich nur diesen wunderbaren Kampf zuschauen. Oder ich könnte sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und die nächste Folge geht dann weiter, wenn der erste Suchende fast tot ist. Ich glaube, ich schaue hier noch eine Weile zu, ohne zu kommentieren, aber wenn ihr keinen Bock mehr habt, so richtig weitergehen, tut's erst in der nächsten Folge. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Thank you.